Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Armored Warfare hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir von wieder den Leopard 2 in den Global Operations. Den Kampf haben wir gerade gefunden nach, ja doch, über einer Minute Wartezeit. Das war nicht weiter schlimm. Und, oh, wir sind mit Neunern und das gar nicht mal so knapp und Achtern in einem Team. Da sehen wir natürlich mal ein paar schöne Panzer, die wir sonst so nicht sehen. Und wir hoffen mal, dass wir da ein bisschen Schaden reinkriegen mit unseren 630 Durchschlag. Ah, gut. Wir werden es erleben. Wüstenquerung. Ach, das ist das wieder mit dem. Mit dem Schiff in der Mitte. Ah ja, wird schon schief gehen. Ja, wir hatten ja doch eine recht erfolgreiche Runde beim letzten Mal. Da könnt ihr ja dieses Mal wieder. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen im Wechsel, ne? Dass man entweder mal eine schnelle, gute Runde oder mal eine schlechte und so. Das passt schon ganz gut. Ach, schon klappen. So, wir starten auf jeden Fall wieder auf der. Nee, wir starten nicht auf der anderen Seite. Sonst sind wir immer dabei achtend. Seht ihr irgendwo umgestanden? Naja, gut, egal. Wir werden mal gucken, wo wir starten. Ziemlich mittig, alles klar, okay. Ja, wollen wir uns trotzdem zum Dorf durchschlagen? Das ist eigentlich Blödsinn, ne? Die Straße geht da ja direkt hin, ne? Ah, weil ich da in der Mitte, denke ich mal, ist so viel los, da werden wir nicht viel kriegen, ne? Und ja, wenn wir da einen kriegen, dann kriegen wir gleich richtig. Und wenn er das gesagt hat, so ein Plan gibt, ne? Hm. Mal gucken, okay, da ist ein Gegner, also ein NPC-Gegner. Ja, ist ja nicht offen für mich, brauche ich nicht anhalten. Okay, also die gehen jetzt wie wild auf 2 da. Da nimmt doch schon einer ein bisschen Schaden, aber da gehen wir mit hier. Die Drago, das hat überhaupt nichts, ne? Wüsste ich nicht mal, wo der herkommt oder so. Also was das für ein Fabrikat ist. In welchem Land. Machen wir hier hoch. Okay. Oh mal. Gesichtet. Haha, denkst du dir? Diese Pöppchen, dass du da reinkommst. Da war eine gelbe. Da war eine grüne Markierung. Ich will ja bloß das Punkt hier verteidigen, dass wir hier die Leute hier nicht unbedingt rankommen mehr. So. Ich mal noch mal so weit vor da. Ich weiß halt nicht. Ich bin halt hier im Tier bloß der Siemer, ne? Nein. Okay, die hat's weggehauen. Ich kann ihn jetzt mal abparken. Da gibt's mir natürlich was Sinn. Wenn ich ihn geparkt habe, kann ich natürlich den Schaden an ihm machen. Oder kann ein anderer an ihm Schaden machen. Schön, meine lieben Leute. War gut gemacht. Ja, ich stehe gerade im Weg. So, dann gehen wir mal hier rüber mit. Bis jetzt okay, Schaden gemacht, ne? Aber dreimal Panzer geparkt. 51 Schaden, was war das denn? Hab ich denn da getroffen? Hoppala, da habe ich aber ordentlich nicht hier von der Seite. Wollte ich gar nicht haben. Ja, nochmal. Eine weiche Stelle. So, jetzt. Der hält mir die Kette natürlich unten, der mich von außen die ganze Zeit oder? Haben wir eine weiche Stelle getroffen? Nicht so, dass wir nicht die weiche Stelle kennen und beachten. Jojo, ist ja gut. Zack, da ist er weg. So. Also, ihr seht ja an den grünen Marker, dass er dann, ne, da richtig einen raufgeben könnt.
Dann nehmen wir uns nochmal schön Leo 2 A5. Jabrams. Angeflogen. Wir müssen nochmal ein bisschen weniger zeigen von mir. 9er Abrams. Keiner durchdringen. Wir kommen da einfach nicht rein mit ihm. Geschossen. Er wird mich wahrscheinlich jetzt gleich wegkoppeln hier. Ja. Macht er auch. Ich habe nur versucht, mich zu drehen, aber es ging nicht mehr. Gut, aber. Ja, ist klar. Also, dass ein T9er mich da einfach wegkochen kann, ist. Sonst wäre er nicht T9er, ne? Muss man ja mal dazu sagen. Der muss ja irgendwas besser können als ich. Sonst würde es ja nicht lohnen, den zu erforschen oder dafür Geld auszugeben und sonst wäre die T7er weiterfahren. Aber das Team wird schon mal ganz gut. Also, ich sag mal so, das Team hat da oben ganz gut funktioniert in der Mitte, fand ich, ne? War schon erstaunlich. Das war schön. Das hat richtig Spaß gemacht. So, na, dann gehen wir mal zu 4. Da ist ja richtig jetzt gebacken jetzt hier. Damit kommen wir erstmal aus der Wüste raus hier, aber. Ist ja schon mal schön. Und die hinten sind am Erobern von der 5er und wir sind am Erobern von 4. Sehr schön. Also, wir kriegen anscheinend wieder gut die Kreise weg. Da ist natürlich jetzt irgendwie ordentlich einer am Schaden nehmen und so weiter und so fort, aber solange 4 schwer umkämpft ist und wir aber 5 eingenommen haben, ist alles okay, ne? Dann quasi alles so in unserem Sinne. Da ist der Sepp-Bauer Version 3 wieder. So. Ich kann mir noch ein bisschen die Kette ein bisschen beschädigen, aber habe ich hier noch Unterstützung? Ist da hinten nachher ein Drago als Unterstützung? Ich muss das nur hindern, ich muss ja nur hindern, das Kippen. Ich muss sie ja nicht zerstören. Ich muss sie ja nur ärgern, solange. Kann man nicht so weit hier. Was, der ist ein Panzer? Gibt's ja gar nicht. Boah, was hat der mit dem angetan jetzt gerade? Denn was, wieso hat er denn so eine fiese Panzerung, Alter? Ja, ist ja gut. Naja, ich bin ein bisschen Arsch. Komplett zerlegt, wo du zu tun hast. 120, Alter, der hat mir ja alles gegeben, was ging, ne? Scheiße. Jetzt ist es natürlich schlecht. Ich muss natürlich 4 einnehmen, das ist natürlich ganz cool. Da haben wir nicht lange genug geärgert, schade. Keine Ahnung, ob da jetzt so viele von unserem Team gerade in dem Moment tot waren oder so. Ja, komm, Charlie macht die ganze Sechste. Also. Ich bin noch der Einzige, der tot ist in unserem Team, okay. Gut, also das ist natürlich. Mensch, nö, oder? Ist den jetzt getroffen? Oh, jetzt habe ich ihn weg. So. Kann ich jetzt ein bisschen Schaden für mich machen, aber es bringt ja natürlich nichts. Es bringt natürlich gerne großartigen Punkte und jetzt ist natürlich das Problem da. Wir haben den Punkt dort eingenommen. Oh, wir sind hier direkt bei 7. Alles klar, okay. Ich werde hier erstmal 7 cappen. Aber wir haben natürlich Glück, dass wir direkt da sind. Kommen sie natürlich gleich. Zu erwarten! Kann ich hier irgendwo ganz laut Hilfe schreien jetzt? Gibt es hier eine Taste für Hilfe? Mann, ich komme gegen diesen scheiß Neuner ja nicht an. Mit Heat. Ja, na klar, hoher Winkel. Vollkommen klar. Die Bomben hier an. Den weggebombt hier, ne? Bin ich natürlich dran. Ich brauche nur
Was ist zum Ende? Ich auch. Ja, sehr schön. Jetzt konnte ich mal einen reingeben. War haarig, aber es ist so. Tief komme ich da also in die Seite rein. Sehr schön. Na ja, der kommt zu hin. Der Warrior könnte mir vielleicht die Winkel unterstützen gehen. Zumindest ist die Kette weggegeben. Komm, Warrior. Komm, ein bisschen Unterstützung da. Da ist gar nichts mehr hier. Jawoll! Da war man weg. So, aber da kommt gleich der nächste hinterher. Gut, wir haben noch keinen Schaden noch nicht gemacht, aber er ist weg. Ich bin der nächste hier reingekommen. Oh Mann, Alter, der liegt mit einem Blick gleich zwei. Das hat das letzte Mal schon gemacht, ne? Aber jetzt haben wir den Punkt hier sicher. Boah, harter Kampf. Harter Kampf, muss man ernsthaft sagen. Harter Kampf. Ohohoho. Der war gar nicht hart. Egal, so. Soll uns aber nicht abhalten davon, den Kampf weiterhin aufrecht zu erhalten und was dagegen noch zu unternehmen. Also momentan ja, sind wir gut in Führung, aber sicher ist, wenn wir sie fernhalten von unseren Punkten. Oder eventuell die anderen Punkte noch ankappen, damit die keine mehr davon kriegen, ne? Uiuiuiui. Puh. Wenn ihr uns um 9er battelt und immer noch ein bisschen Krani macht, das finde ich schon gar nicht mehr schlecht. So, da haben wir den Abrams Zap. Wo war er hin? Ah! Sieg! Und haben nochmal Schaden gemacht. Puh. Boah! Harter Battle. Boah. Aber nervenaufreibend, gut. Und es hat Spaß gemacht. Das muss man immer wieder sagen. Es macht wirklich Laune. Da kann man sagen, was haben wir für so Leistungsgewinne, was haben wir gekriegt? Sind für Kronenskiste Silber? Hm, naja, gut, okay. Aber wir haben 3 Kills, wir haben 4000 Schaden, wir haben 105 Basiseroberungen, wir haben 23.070 EP. Wir haben 268.000 an Geld verdient. Das ist Wunderbärchen, das bringt uns richtig weiter mit dem Leopard. Und ja gut, wir sind jetzt vom Team her, ja, sagen wir mal, hätte besser laufen können, aber wie man sieht hier oben, also der was ist ja doch 14.000 Grund-EP. Und wir haben mit unseren über 6.000 haben wir 23.000 EPs rausgekriegt. Ja gut, ist Regionalbonus, ist natürlich Kampfrangbonus. Ja. Gut, also das ist schon hart. Muss man ehrlich sagen. Also der hier oben mit 14.000, der ist auch ein Hammer. Da wollen wir mal hinkommen, dass wir das hinkriegen. Oh, guck mal, hier steht was in Russisch dazwischen. Alles klar, was auch immer das heißen mag. Hoppa, irgendwas. Na, egal. Auf jeden Fall hat's Geld gebracht. Was da steht, hat Geld gebracht. Was wir gemacht haben an der Stelle und deswegen ist das gut. So, Basiseroberungspunkte, Basisverteidigungspunkte, alles gut. Super. Ich bin begeistert. Das war eine Runde Armored Warfare hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.